Das ist jetzt ein kurzes Erklärvideo, so eine Art Bedienungsanleitung für einen meiner Produkttester, den Tobi. Du bekommst das nämlich. Ja, und damit du weißt, wie das funktioniert, machen wir halt gleich mal ein Video und lassen die anderen gleich mal mit zugucken. Hier haben wir als Quelle einen toten 9-Volt-Block. Ne? Also das ist ein Nickel-Metall-Hydrid-Akku und wenn Akkus bei 9-Volt-Akkus bei der Spannung sind, dann wisst ihr eigentlich, was von der Leistung her los ist. Gar nicht mehr. Ne? Ja. Den an den Input kommt hier ran und das ist dann der Einschalter. Ja, ich habe es reingeschrieben, Input an oder aus. Ne? Und hier kann man dann den Output dazu schalten. Das habe ich deshalb gemacht, weil wenn ich den Output nonstop dran gelassen hätte, kann man hier drin dieses schöne blaue Plasma nicht mehr bewundern. Ne? Also wenn dann hier der Output dran ist, ist hier auch kein Plasma mehr drin. Das haben wir praktisch nur in dem Modus, wenn man hier den Kondensator vollpumpt. So. Anschalten und dann hier einen Punkt suchen, schwingt an, so, hier ist das Plasma, hier sind die LEDs und nehmen wir mal den Output mit dazu, da könnte es sein, wenn ich den jetzt einschalte, dass ich hier weiter rangehen muss, ja. Jetzt sind wir hier mit der Voltzahl und wenn ich dann weiter rangehe, zieht er mehr, so. Output anschalten. Ja, natürlich. So, macht aber nichts. Kann man auch mit Output anschwingen. So. Output schwingt. Und da sind wir bei der Batterie. Ah, das ist schon ordentlich, ne? Das ist für 12 Volt. 12 Volt, 2 oder 3 Watt LED. Ordentlich. Mhm. Gut. So, weißt du Bescheid. Ich sag dann mal, viel Spaß, Tobi.